Sie haben es eigentlich auch sich viel Mühe gegeben, Alexander, das doch so vielschichtig auch aufzuzeigen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Vielleicht eine ganz kurze Einführung, nur wie das überhaupt zustande kam, das Ganze, ja. Weil, soll ich das sagen oder wollen Sie das sagen? Nein, nein, Sie waren ja der Initiator. Ich hatte ja hier die Premiere von Timeless gehabt, 2018, aber ich kenne Frau Herrmann schon viel länger. Ich war im Dillmann-Gymnasium in Stuttgart und dann wurde bei einer Veranstaltung, glaube ich 2007 oder 2008, ein Musikstück von mir aufgeführt und Frau Herrmann saß im Publikum und hat mich angesprochen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, dann habe ich gesagt, ich schreibe auch Texte. Und sie haben mir erzählt von Förderkreis Kreatives Schreiben. Und dann war ich bei einer Veranstaltung 2008, habe ein Lied vorgetragen und in einem der Anthologien sind auch Texte von mir. Und dann waren wir so etwas in Kontakt und es ist ein bisschen abgeflaut über die Jahre, weil ich da auch so viel unterwegs war und beschäftigt war. Und dann hatten Sie ja in der Zeitung gelesen von der Timeless-Premiere hier. Und E-Mail-Adresse hatte ich noch von ihm, also habe ich ihm gratuliert zu der positiven Berichterstattung. Und dann kam er also mit der Idee auf mich zu, das war dann im Mai vorigen Jahres. Und das hat dann gedauert, ich habe gedacht, die erste Aufnahme, die er gemacht hat, das lohnt sich nicht, dass er da einen Film draus macht. Und dann kam er aber dieses Jahr, März, April nochmal und dann ist allmählich fertiggestellt worden. Da ist vielleicht auch ganz interessant die Arbeitsweise. Das ist ungefähr die Arbeitsweise, die ich auch bei Spielfilmen habe, die habe ich hier übernommen. Weil ich weiß, letztes Jahr, ich habe Sie besucht und dann war ich so begeistert, Sie haben mir Musik vorgespielt und Fotos gezeigt und ich habe auch Geschichte studiert und fand dann so interessant die historischen Bilder und dachte, das muss man doch alles irgendwie festhalten, dass auch andere Leute dieses Erlebnis haben, wie es ist, sie zu besuchen. Und die ersten Aufnahmen, da war ich an einem Tag da mit der Kamera. Also die ganze Crew von dem Film ist eigentlich ich mit der Kamera und dem Mikrofon und Frau Herrmann in der Wohnung und das war alles ganz, ganz klein. Und die ersten Aufnahmen waren nur mit der Handkamera, ein paar Fragen gestellt, ein paar Fotos abgefilmt und der erste Rohschnitt ging 17 Minuten. Und dann, ich habe Ihnen immer wieder die Rohschnitte geschickt und Sie hatten dann Ideen, hey, ich habe noch hier ein Foto oder das könnte man noch einbauen und so ist es immer mehr gewachsen. Ja, also, ich fand das auch unglaublich angenehm, weil Sie haben ja immer wieder Ideen gehabt, was man noch einbauen könnte. Und dann fand ich es auch als Herausforderung, wie kann ich das jetzt in den Film einbauen, in die Dramaturgie. Und ich weiß, eine der letzten Fassungen, eine der letzten Rohschnittfassungen war schon fast wie dieser Film. Da war mir aufgefallen, irgendwie war 10 Minuten gar nichts mehr mit Musik. Und dann haben uns einfach mal spontan zusammengesetzt und Musikstücke ausgesucht, die wir noch einbauen können. Erinnern Sie sich? Ja. Nee, also er ist sehr, sehr kreativ. Das ist... Was auch sehr leicht ist bei so einem Thema. Ich war so begeistert, wie viele Musikstücke Sie haben. Das mit dem Schneemann. Wir waren eigentlich schon fertig mit einem Dreh, glaube ich, an einem Tag. Und dann hatte ich gefragt, was gibt es denn für neue Musikstücke? Und dann haben Sie mir gesagt, von dem Kinderlied. Und dann dachte ich, oh, das ist so toll, das müssen wir gleich filmen. Kamera wieder ausgepackt und schnell. Ja. Wobei ich jetzt wirklich ein bisschen am Überlegen bin, eventuell doch noch einmal ein Konzert zu machen. Wer also erstmals ein bisschen Kenntnis gekriegt hat, darf gern die Adresse hinterlassen, dass er eingeladen wird. Ich möchte auch noch sagen, dass der Herr Kühnle auch da ist, der dieses, mein Lieblingslied, den Panther gesungen hat. Ah. Fragen. Ja, bitte. Erstmal herzlichen Dank für den wunderbaren Film. Darf ich mal die Frau Herrmann fragen, haben Sie auch Gedichte zufällig von Manfred Küber vertont? Haben Sie Gedichte von Manfred Küber vertont? Ja, habe ich auch mal was gemacht. Bitte? Ja. Ich kann es aber jetzt nicht genau sagen, war irgendwas Besonderes. Nee, also das
das ist so eine Fülle und manchmal macht sich das Alter doch bemerkbar. Aber lässt sich, wenn Sie mir sagen, wie es kundtun kann, lässt sich sicher feststellen. Das ist Herr Götz von der Manfred-Küper-Gesellschaft. Ja, ja, also da weiß ich Bescheid. Wir haben schon mal Kontakt gehabt. Ja, doch. Sie? Ja, nur in der Lage. Er hat es dann eigentlich auch. Ja, bitte? Ja, Frau Herrmann, wie geht es weiter mit den Liedern? Wie geht es weiter? Naja, also, ich habe mir nie irgendwie gezwungen. Ich habe so einen Pötschke-Kalender und da sind immer mal wieder Gedichte drauf. Und dann gibt es so nette Sachen. Dann gibt es so nette Erfahrungen. Auf dem Pötschke-Kalender stand das Gedicht Widersprüchliches. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle, viele kennen's. Und da stand aber drunter, Verfasser unbekannt. Und das habe ich einer Chorfreundin von meinem Mann erzählt und hat sie gesagt, nee, da gibt's noch was. Habe ich gesagt, sie soll mir schicken. Hat sie mir also den Vers geschickt. Dies Gedicht verfasste Goethe, als er in der Morgenröte abends auf dem Nachttopf saß und die Stuttgarter Zeitung las. Und das ist dann einfach immer wieder etwas, was mich geschwind ganz spontan fordert. Und wie gesagt, dann gehe ich an den Flügel und wird skizziert. Aber insgesamt lässt sie ein bisschen nach mit der Kreativität. Und was ich also auch, mein Motto, den Mut nicht verlieren und auch nicht den Humor. Also ich bringe auch Menschen gern zum Lachen. Mit irgendwas, bloß als kleines Beispiel, ich habe ja einen ziemlich schüttere Haarboden. Und habe also vor dem letzten Konzert im März 2018 habe ich zu meinem Jüngsten gesagt, ich muss mir jetzt doch einmal eine Perücke kaufen. Und dann hat er mich ganz streng angeguckt und hat gesagt, willst du dich wieder auf den Markt schmeißen? Habe ich gesagt, ganz bestimmt nicht. Aber das sind einfach Sachen, da kann ich immer wieder drüber lachen und das hilft mir ungemein. Was vielleicht ganz interessant ist von der Machart dieses Films, was mir jetzt auch wieder beim Anschauen aufgefallen ist, mir macht es ja Spaß, Bild und Musik so zu verknüpfen. Und hier ist in diesem Film eine Szene, bei der man die Anthologien sieht, die Bücher, die dann ins Bild kommen und zu dem Lied. Und der Film war eigentlich schon fertig und in dem Abschnitt sagen sie nur von den Anthologien und dann geht es weiter. Und dann habe ich mir noch einmal eine CD ihres letzten Konzerts angehört und da war dann dieses Lied drauf und das war mir vorher nicht aufgefallen. Hatte ich auch, glaube ich, in der Früh der Buchtitelsong. Genau. Da hat in der Früh einfach angerufen, kann ich kurz rüberkommen, ich möchte die Bücher filmen. Haben Sie da schon geahnt, wie das aussehen wird? Das mit den Büchern? Nee, aber es macht sich gut. Es war so schön, weil ich kam vorbei und die Bücher waren alle schon in der Reihenfolge wie im Buchtitelsong aufgestapelt und dann habe ich gesagt, okay, bitte das nächste Buch, dann habe ich das hingelegt und dann habe ich gefilmt, wie das so vorüberzieht. Und wobei bei der Gestaltung dieser Bücher, die ja sehr ganz unterschiedlich sind, hat also viel beigetragen meine Nichte Ulrike, die auch im Publikum sitzt. Ulrike war unheimlich liebe. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Ich hätte noch eine Frage an Sie, und zwar, wie haben Sie sich Musiktheorie und Komposition angeeignet? Haben Sie da ein bisschen im Selbststudium? Weil man muss doch schon einige theoretische Kenntnisse besitzen. Nee, also wie gesagt, ich habe das einfach so notiert. Ich meine, am Anfang, wie gesagt, mein ältester Sohn, der Klaus, hat ja die ersten Konzerte begleitet. Der spielt sehr gut Klavier und hat viele Jahre im Hymnuschor gesungen. Und das war also viel wert, bis er dann in Chemnitz war und die sind noch ursprünglich in Freiburg, der Hans-Jörg Mammel. Und dann haben wir künftig haben die entweder einen Begleiter mitgebracht oder
jetzt bei den Konzerten in der Bodenanger Liederkranzhalle, da haben wir ein ganz tolles Team mit dem Michael Kuhn. Und da bin ich also sehr dankbar, weil er mich sehr unterstützt. Nein, also ich habe das einfach, eigentlich vom Gehör und vom, ich muss immer irgendwie stimmen, so lange wird gefeilt immer mal wieder. Und dann, wie gesagt, mit der Hand nur ausgerechnet und alles war gar nicht so einfach, die ersten Konzerte. Und war auch für den Klaus nicht einfach, das zu spielen. Und dann hat der Ingo doch so ein Capella-Programm für den Computer. Und wenn die Melodie steht, dann gehe ich an den Computer und dann gebe ich das ein, drucke dann die Melodie aus und dann wird also dran gefeilt und dann muss man ja alles einzeln eingeben, aber das lernt man. Und das, dann wird es natürlich so, wie man es im Film gesehen hat. Das ist richtig, richtig gut, kann man anordnen in Abstand und Übersichtlichkeit. Das ist vielleicht auch ein... Entschuldigung, wollen Sie was sagen? Nee, also das ist einfach die Technik, die dann doch auch hilft. Und dann Familie, die es unterstützt. Vielen Dank an alle. Vielleicht ist es auch interessant, weil ich habe mal darüber nachgedacht, über die Dokumentarfilme, die ich bisher gedreht habe, weil eigentlich sind mein Hauptding keine Dokumentarfilme, aber jetzt der erste Film in der Wüste und auch jetzt bei Ihnen, Frau Herrmann, das sind eigentlich immer Filme über Autodidakten, die ein künstlerisches Werk vollbracht haben. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen eigenen Filmen hinkriegen möchte, dass ich auch Leute dazu ermutigen möchte, sich mehr kreativ zu betätigen. Weil jetzt diese Filme, zum Beispiel der letzte der Dokumentarfilm über Frau Herrmann, das ist mit einer Kamera gefilmt und einem Mikrofon, recht günstig. Also jeder, der ein Handy hat, kann theoretisch, also das ist jetzt nicht mit dem Handy gefilmt, aber jeder mit dem Handy könnte schon einen kleinen Dokumentarfilm drehen. Und ich finde das auch so ermutigend. Sie haben ja mit Anfang 50 begonnen zu komponieren erst. Ja. Und es ist jetzt so ein großes Werk entstanden. Und auch bei dem ersten Film, den er hat... Also, es ist nie zu spät, anzufangen. Genau. Ja, hab Sie unterbrochen. Nee, ist nicht schlimm. Ja. Wenn Sie sagen, wie die Struktur Ihrer Lieder ist, Sie haben mir neulich die Noten gegeben von dem Lied, das auf dem Tagebucheintrag Ihres Vaters basiert, weil mir das so gefiel. Und ich wollte das zu Hause spielen und ich dachte, das kann ich vielleicht vom Blatt her wegspielen, aber es ist ziemlich komplex, die Begleitung. Ich fand das ziemlich beeindruckend. Ja. Naja, also wie gesagt. Also dann machen wir. Ja. Gibt es noch vielleicht eine abschließende Frage oder Bemerkung? Es ist noch 3 Minuten, falls noch jemand was sagen will oder fragen will, jetzt ist die Gelegenheit. Ja, bitte? Ja, ist doch mal geplant, so einen Film mit Skript zu entwerfen und abzudrehen. Ein Dokumentarfilm? Ja, also das ist ja jetzt kreativ entstanden, im Einfluss. Genau. Na, und man kann natürlich auch vorher irgendwie eine Idee installieren und dann... Drumherum bauen. Das ist eine gute Frage. Also viele Dokumentarfilme entstehen ja auch eigentlich so, dass man viel sich mit der Person beschäftigt und dann beginnt man ein Drehbuch zu schreiben, wie man es sich vorstellt. Aber ich glaube, mein Stil ist auch bei meinen Spielfilmen recht chaotisch, kann man sagen, oder recht frei, weil ich habe ein Drehbuch, das ist detailliert bei meinen Spielfilmen zum Beispiel, mit Dialogen und all dem, dann komme ich ans Set und sage, hey, ich habe mir das nochmal angeschaut, ich finde das nicht so gut, lass es uns so machen, du sagst das und wir machen das so. Und so entsteht das eigentlich bei meinem Film Revolution jetzt. Auch zum Beispiel, da spreche ich auch schon Darsteller an und frage, hey, möchtest du mitspielen? Dann frage ich, ja, was ist genau die Rolle? Da sage ich, ja, ich weiß ich auch noch nicht genau, aber irgendwas, ich mag dieses am Gefühl, am Set zu sein. In dem neuen Film, wo er dran ist, hat er eine nette Szene drin, wie zwei zuerst auf der Mauer sitzen und dann gehen sie runter und dann rennen sie so hintereinander her und dann stehen sie irgendwie auf so einem Turm, Torbogen, ja, allmählich kommt es dann zum ersten Kuss. Dann habe ich ihm gesagt, das habe ich nie praktiziert. Praktiziert erst rennen und dann küssen. Das ist toll. Vielen Dank nochmal fürs Interesse und fürs Kommen. Danke.